Nachdem wir euch schon das Cthulhu-Monopoly-Spiel vorgestellt haben, gibt es heute ein Unboxing des Monopoly Game of Thrones Collector's Edition. So, was hat Game of Thrones mit Fester zu tun? Tja, George R. R. Martin hat halt nicht nur die Vorlage für Game of Thrones geschrieben. Und bei uns gibt es halt die Werwolfsgeschichte in der Haut des Wolfes als Hardcover mit Schutzumschlag und Leseband. Und dazu kommt, dass die komplette Vesta-Familie Riesenfan ist von Game of Thrones. Und es da auch schon Nächte gab, wo eine ganze Staffel durchgeguckt wurde. Dieses Monopoly-Spiel ist ganz besonders. Ich zeige euch mal die Struktur ein bisschen. Mal ein bisschen. Hat so eine, wie so eine Leinenoptik, ist unwahrscheinlich edel gestaltet in diesen einfachen Farben, Schwarz und dieses Helle. Und soll sehr schön gemacht sein, was wir gleich dann überprüfen werden. Also wir haben das hier schon ein paar Tage liegen und mussten uns da ein bisschen zusammenreißen, das noch nicht vorzeitig auszupacken. Wir wollten das mit euch gemeinsam machen. Ich würde sagen, leg es mal hin und dann nehmen wir mal den Deckel ab. So, jetzt wird's spannend. Jetzt gucken wir rein. Okay, keine große Überraschung bisher. Jetzt nehmen wir mal das Spielbrett raus. Hui. Also irgendwie habe ich mir es genau so vorgestellt. Wahnsinn, ich gehe mal hier über los. Das Haus Lannister. Ich glaube, die Bahnhöfe hat man, die Ah, Häuser. da hat man die Häuser dann, okay. Ja. Und die ganzen Red Orte mal natürlich. weiter zu Besuch. Also ein Knast gibt es trotzdem. Hier kommen wir zum Hause Baratheon. Freihafen gibt es auch. Freihafen. Na, da hätte man ja auch so einen Drachenlandeplatz oder sowas machen können. Okay. Den Polizisten gibt es auch wie immer. Nee, ernsthaft? Okay. Und natürlich das beste Haus. Oh je, stark. So, und jetzt mal diese Karte. Also das sieht echt schön und edel aus. Anstatt Ereignisfelder gibt es hier den Eisernen Thron und Valar Morghulis. Okay, und jetzt holen wir mal. Was ist das? Das ist die Spielanleitung, recht edel verpackt. Oh, wie schön. Traut man sich gar nicht aufzumachen. Mach mal trotzdem. Ja. Da ist wie Weihnachten hier. Ja, allerdings. Wow. Ich sehe dann die Unterschiede, was ist anders als zu der normalen Edition. Ja. Schnelleres Spiel. Okay, also Kannst auch ja eine Möglichkeit, damit es nicht so lange dauert, wahrscheinlich, wie man das von Monopoly kennt. Du kannst ja mal von hier ganz oben runter. Also bitte mitlesen. Ist wie so ein Abspann. Cool. So, und wir haben natürlich auch sehr schöne Spielfiguren. Einmal haben wir hier die Krone, dann den Eisernen Thron, die dreieugige Krähe natürlich, ein Drachenei, einen weißen Wanderer und natürlich darf auch der Schattenwolf nicht fehlen. Sogar die Würfel sehen sehr besonders aus. Ja, und anstatt Häuser und Hotels gibt es hier natürlich Dörfer und Bergfriede. Also, hier seht ihr eine der Karten. Sie bestimmen einen Kämpfer für ein Urteil durch den Kampf. Sie haben ein geheimes Lager mit Drachenglas in der Faust der ersten Menschen entdeckt. Anstatt Bahnhöfe gibt es Häuser und die Karten sind wirklich wunderschön gestaltet. Anstatt Straßen kann man hier Ortschaften kaufen. Statt dem Elektrizitätswerk und dem Wasserwerk gibt es hier die Mauer und die rote Wüste. Auf den Geldscheinen sieht man nochmal alle Wappen der Häuser. So.
So, bei uns ist jetzt alles spielbereit und ich würde sagen, wir haben heute genug gearbeitet und es gibt jetzt eine Runde Monopoly. Also wir sind hier schon fleißig am Testen und sind wirklich beeindruckt als Game of Thrones und ja. George R. R. Martin Fans. Und ja. Ja, es sieht wirklich toll gestaltet aus. Mit viel, richtig edel und mit Liebe gemacht, genau. Mit ja. viel Liebe zum Detail. Ja, das stimmt. Von den Figuren bis zu den Karten bis zum Geldschein. Das ist wirklich. Es wird uns viele Stunden Freude bereiten, dieses Spiel. Okay, Laura, was sagst du zum Spiel? Ich finde es so geil und ich möchte unbedingt gewinnen. Mein Kind. So, dann danken wir noch ganz herzlich der Anne von Winning Moose, die uns dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat, damit wir hier testen können und es euch zeigen können. Wir freuen uns jetzt auf die neue Staffel und wünschen euch viel Spaß beim Gucken oder beim Monopoly spielen. Tschüss! Do 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 do